regelmäßigen Abständen führen wir auf dem Campus der drei Berufskollegs am Mastbaumplatz Verkehrssicherheitstage durch. In Zusammenarbeit mit der Polizei und weiteren Institutionen werden die Schüler an verschiedenen Stationen an dieses wichtige Thema herangeführt. Was hier wie ein Kinderspiel aussieht, fühlt sich für den Fahrer wie das Fahren in betrunkenem Zustand an. Erreicht wird das mit einer Spezialbrille, die das Sehen stark verändert. Nach ihrer Fahrt schildert unsere Schülerin Marie, wie sie sich gefühlt hat. Ja, es war sehr komisch. Ich wusste gar nicht, wo ich so richtig hinfahre. Ich konnte die Gefahr gar nicht einschätzen und ja, schwindelig. Auch die Feuerwehr ist mit einem Rettungswagen dabei. Hier sehen die Schüler, wie Verletzte für den Transport vorbereitet werden und wie jeder eine Herzdruckmassage durchführen kann. Spektakulärer Höhepunkt der diesjährigen Verkehrssicherheitstage ist der freie Fall eines Pkw auf einen Baumstamm aus 10 Meter Höhe. So sieht ein Aufprall mit ungefähr 50 Kilometern aus.